Hi zusammen. Eben habe ich ein Eichhörnchen beobachten können. Und das will ich als Anlass nehmen, um etwas über das Eichhörnchen zu erzählen. Knapp 40 cm ist das Eichhörnchen groß, wobei die Hälfte vom Körper natürlich der Schwanz ausmacht. Und der Schwanz, der ist enorm wichtig. Der dient einerseits zur Thermoregulation, also wenn sie sich in ihrem Kobel verkriechen, dann kuscheln sie mit ihrem Schwanz. Aber viel wichtiger noch ist die Funktion beim Springen und beim Klettern. Einerseits dient der Schwanz der Balance, aber auch beim Steuern der Sprünge, wenn sie von Ast zu Ast springen. In der Natur werden Eichhörnchen so circa 7 Jahre alt und können sogar in Höhenlagen von bis zu 2000 Metern vorkommen. Die Beine sind auch nochmal interessant, denn die Hinterbeine sind deutlich kräftiger. Das brauchen sie natürlich zum Springen von Ast zu Ast. Und die Zehen besitzen auch Krallen. Und diese scharfen und relativ langen Krallen ermöglichen dem Eichhörnchen, auch kopfüber Bäume herunterzuklettern. Und wer in der Stadt wohnt, der hat vielleicht schon mal beobachtet, dass sie auch Hausfassaden hoch und runter klettern können. Das liegt eben auch an diesen Krallen. Der Bauch ist immer weiß, aber das Fell kann in der Farbe variieren. Wir haben rotbraune Varianten, braune Varianten und schwarze Varianten. Das ist aber alles das Eichhörnchen. Und Umwelteinflüsse haben einen Einfluss auf die Färbung, auf diese Farbmorphe. Der eigentliche Hintergrund hinter dieser Färbung ist die bessere Tarnung. Dunkle Eichhörnchen sind natürlich in dichten Wäldern besser getarnt. Und wo finden wir solche dichten Wälder? Eher in den Höhenlagen. Da sind es dann die Fichtenwälder. Das heißt, da, wo wir Nadelwälder haben, haben wir eher dunkle Eichhörnchen und hier in so einem lichten Laubwald eher diese rotbraunen Eichhörnchen. Das kann sich natürlich auch durchmischen. Die Geschlechter sind eigentlich nicht unterscheidbar, außer natürlich, wenn das Weibchen säugt, dann sieht man die Zitzen. Ich habe es eben gesagt, sie kommen bis in die Höhenlagen vor und besiedeln demnach auch fast alle Waldtypen. Also hier im Laubwald kommt es vor, es kommt in Stadtparks vor, in Gärten und eben auch in Nadelwäldern, in den Höhenlagen. Das, was das Eichhörnchen aber braucht, ist Nahrung. Also wenn es keine Nahrung findet, dann kann es da eben nicht überleben. Und in Stadtparks können auch künstliche Nahrungsquellen, wie zum Beispiel eine Vogelfütterung, das Eichhörnchen unterstützen und das Leben überhaupt möglich machen. Jetzt liegt hier so eine Buchecke vor mir. Das ist natürlich auch eine beliebte Nahrungsquelle von Eichhörnchen. Also Samen und Früchte von Bäumen, das ist natürlich etwas, was Eichhörnchen anzieht. Nüsse, jeder kennt es. Aber sie fressen auch Pilze, sie fressen Knospen. Also da sind sie relativ breit gefächert, was das Nahrungsspektrum angeht. Und sie ernähren sich auch von tierischer Kost. Das können unter anderem auch Jungvögel sein oder auch die Eier. Jetzt im Herbst sind Eichhörnchen besonders aktiv. Man sieht sie überall rumwuseln und das hat einen bestimmten Grund. Sie müssen für den Winter Nahrungsvorräte anlegen. Sie halten nämlich keinen Winterschlaf, sie fressen sich kein Fettpolster an und schlafen dann den Winter durch. Nein, sie halten nur Winterruhe. Das heißt, wenn es super kalt ist oder sehr regnerisch und das Wetter unangenehm, dann bleiben sie im Kobel, ruhen, aber sie müssen regelmäßig fressen. Und dafür legen sie eben Verstecke an. Und das kennt bestimmt jeder, dass man, wenn man ein Eichhörnchen mal eine Nuss gibt, dann rennt es weg und vergräbt die sofort. Das ist eben so ein Versteck. Bis zu 10.000 können das sein pro Eichhörnchen. Und häufig vergraben sie die Sämereien. Manchmal nutzen sie auch grobe Borke, kleine Ritzen oder eben zwischen Wurzeln kleine Verstecke. Da sind sie relativ einfallsreich. Und vielleicht kennt es der eine oder andere auch aus dem Blumenbeet oder vom Balkon im Blumenkasten, dass da auf einmal eine Walnuss sprießt. Das war dann ein Eichhörnchen, das dort eine Nuss vergraben hat. In Fichtenwäldern sieht man häufig so abgenagte Fichtenzapfen. Die sehen so ananasförmig aus, nur ein bisschen länglich. Das war auch ein Eichhörnchen. Das ist ein schöner Nachweis für die Eichhörnchen. Die sitzen dann häufig im selben Baum und nagen da eben ihre Zapfen ab. Denn zwischen diesen Schuppen, da ist der Kern. Und das ist eine super gern gesehene Nahrung, nicht nur vom Eichhörnchen, auch der Fichtenkreuzschnabel zum Beispiel und andere Vögel, die haben sich da teilweise drauf spezialisiert. Also wenn ihr durch den Fichtenwald lauft und unter einem Baum auf einmal eine riesen Ansammlung von diesen Fichtenschuppen und den abgenagten Fichtenzapfen seht, dann war das ein Eichhörnchen. Für die Fortpflanzung nutzen Eichhörnchen einen Kobel. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das ist quasi ihr Nest. Der besteht aus Reisig und Blättern und innen drin ist er mit Laub, Moosen und Gräsern ausgepolstert. 2 bis 5 Jungtiere kriegt so ein Eichhörnchen. Und nicht nur in der Paarungszeit wird solch ein Nest genutzt, nein, natürlich auch im Winter. Wobei sie bis zu 5 verschiedene Kobel haben.
Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was über das Eichhörnchen lernen konntet. Für mich ist das Eichhörnchen eine ganz besondere Art. Über das habe ich zum Beispiel meine Masterarbeit geschrieben. Demnach ein tolles Tier, mit dem ich mich ein bisschen verbunden fühle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.